Werte Gäste, ja, ich bin manchmal schon beeindruckt, da kriegt man 41 Seiten Antworten, extrem viel detaillierte Fragestellungen, die Sie auch selber eingereicht haben. Und am Schluss halten Sie hier aber eine Rede, die geprägt war von Überschriften, von Schlagworten und eben sehr wenig davon, auf die konkreten Antworten einzugehen. Also ich finde, da zeigt sich ein deutlicher Widerspruch. Ich nenne einfach mal vier Beispiele, die Sie genannt haben. Sie haben immer wieder gesagt, wir brauchen eine Bedarfsplanung. Da sind wir auch gar nicht auseinander. Aber wenn wir uns in den ersten Fragen nochmal die Antworten des Senates angucken, der Senatorin angucken, dann müssen wir doch feststellen, dass in dem derzeitigen Krankenhausrecht Bedarfe gleichgesetzt werden mit Behandlungsfällen. Sozusagen die Grundannahme ist, jede Behandlung, die durchgeführt wird, entspricht auch einem Bedarf und jeder Bedarf wird abgedeckt. Ich halte das zwar für eine gewagte These im Krankenhausrecht, die auch durch die DRGs induzierte Fehlanreize überhaupt nicht ausreichend abbildet. Gleichzeitig bieten Sie aber auch gar keine Alternative an, wie Sie sich denn einer realen Bedarfsplanung, die abweicht von dem Ist-Zustand, eigentlich vorstellen. Und Sie sagen einfach, wir brauchen eine Bedarfsplanung, mit einer bloßen Ist-Fortschreibung kommen wir nicht voran, ohne aber zu füllen, was das eigentlich bedeutet. Das Gleiche machen Sie dann auch unter dem Schlagwort Patientinnenorientierung. Da sind wir uns auch alle einig. Natürlich brauchen wir eine Patientinnenorientierung. Aber was bedeutet das am Ende des Tages? Bedeutet es am Ende des Tages eine wohnortnahe Versorgungsstruktur? Bedeutet es eine Spezialisierung von Fachbereichen und den Abbau von Doppelstrukturen? Bedeutet das für Sie eigentlich, wie würden Sie dann die Fragestellung mit der Neonatologie in Nord beantworten? Was ist sozusagen Ihre Antwort aus Patientinnensicht auf diese Fragestellung? Das würde mich mal interessieren. Sie bleiben immer so auf der großen Ebene, da sagen Sie gar nichts Falsches, aber Sie sagen eben im Kern auch nichts aus, was die realen Konfliktlinien, die wir doch eigentlich in der Krankenhausplanung beheben müssten, adressieren würde. Und ich finde, da bleiben Sie hinter Ihrem Anspruch zurück. Ich möchte mir das aber nicht so einfach machen, das Gleiche zu machen und jetzt nur auf einer Metaebene zu bleiben, sondern möchte mich noch mal ein Stück weit auch an den Fragestellungen der Antworten abarbeiten. Ich hatte eben schon mal angeschnitten diese Frage der Bedarfsplanung. Und natürlich unterliegen wir in der Bedarfsplanung nicht nur einer Ist-Fortschreibung und damit, na, sage ich mal, prognostizierten Bevölkerungsentwicklung, sondern eigentlich müsste in diese Bedarfsplanung auch stärker aufgenommen werden, technologischer Fortschritt und die Frage von Digitalisierungsprozessen, hatte die FDP eben geschnitten, aber auch die Frage der Sektorgrenzen. Natürlich ist es heutzutage anders, wie Operationen durchgeführt werden, was wir dafür für Kapazitäten im stationären Bereich brauchen und welche Bereiche auch, ich sage mal, auch ambulant durchgeführt werden können. Und das bildet sich in der Projektion natürlich unzureichend in der Fortschreibung der Krankenhauspläne ab. Es ist allerdings auch eine große Herausforderung, das angemessen hinzubekommen, weil wir natürlich nicht jeden Fortschritt im Vorfeld prognostizieren können und immer nur zeitverzögert über die Auslastung der Krankenhausbetten abgleichen können. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es richtig ist, und das haben wir in der Novellierung des Krankenhausgesetzes ja auch getan, weitere auch Qualitätsmerkmale in die Krankenhausplanung aufzunehmen. Und da ergibt sich aus der Antwort auch unter der Frage 1b, dass durchaus Qualitätsstandards ja neu verankert wurden. Und ich finde das auch genau den richtigen Weg. Wir haben beispielsweise die ärztliche Weiterbildungsbefugnis als einen Planungsparameter in das neue Krankenhausgesetz aufgenommen, eben um Qualitätsstandards zu verankern. Das klingt vielleicht jetzt nicht so einleuchtend auf den ersten Blick, aber es geht darum, dass für die Weiterbildungskompetenz bestimmte Personalschlüsse, bestimmte Kapazitäten vorgehalten werden müssen, die über Ecke Qualitätsstandards sind, die man eigentlich viel grundlegender mit der Frage der Personalbemessung adressieren würde. Eigentlich müssten wir uns der Frage PPR 2.0 und den Berechnungsgrundlagen nähern. Das wäre der große Wurf. Das können wir aber auf Landesebene unzureichend. Daher versuchen wir, die Methoden und Mittel zu nutzen, die im Rahmen der Landeskrankenhausplanung möglich sind und haben extra dafür bestimmte Ergänzungen vorgenommen, wie beispielsweise die Weiterbildungsbefugnis beizubehalten. Ich halte das für einen vollständig richtigen Weg und glaube, dass wir das große Rad aber auch auf Bundesebene mit bremischer Unterstützung in Bezug auf die Personalbemessung noch mal drehen müssen. Eine der großen und zentralen Schwierigkeiten ist doch, dass insgesamt die Krankenhausplanung in einem Zielkonflikt steht. Das Bundesgesetz gibt vor, dass verschiedene Ziele gleichzeitig verfolgt werden müssen, nämlich a, der wirtschaftliche Bestand der Krankenhäuser, b, eine Orientierung auf Qualitätsstandards und auf eine bedarfsgerechte, hochwertige Patientinnenversorgung. Diese beiden Ziele zu vereinen, ist nun nicht immer deckungsgleich, weil die Krankenhäuser ein großes Interesse daran haben, bestimmte im DRG-System besonders lukrative Fälle
abzurufen, dafür die Versorgungsaufträge zu haben, für andere Bereiche, die aber eben nicht lukrativ sind, eigentlich auch den Versorgungsauftrag gar nicht haben wollen. Also für einen privaten Krankenhausbetreiber, warum soll der bitte schön eine patientenorientierte Versorgung machen im Bereich Geburtshilfe, im Bereich Frauenheilkunde, im Bereich Kinderheilkunde? Warum soll der das machen? Da gibt es überhaupt keinen Anreiz für ihn. Daher bleiben natürlich viele dieser Bereiche dann bei den öffentlichen oder auch frei gemeinnützigen hängen. Und das Land muss jetzt aber diese Ziele miteinander verbinden, gleichzeitig wirtschaftlich stabile Krankenhäuser in der Versorgungsplanung zu bewerkstelligen und eine Patientenorientierung hinzubekommen. Dieser Widerspruch entsteht durch das bestehende DRG-System, durch das Vergütungssystem, das hier mit Marktmechanismen versucht, das System auszusteuern. Und Sie sagen, naja, da muss man jetzt mal eine Patientenorientierung einführen. Ich stimme Ihnen in der Überschrift ja zu, aber wie wollen Sie diesen Zielkonflikt auflösen? Ich glaube, das gelingt uns nur, wenn wir wegkommen von der marktwirtschaftlichen Steuerung der Versorgungsplanung. Und machen wir uns doch nichts vor. Krankenhausplanung, und da stimme ich Ihnen in der Analyse zu, unterliegt doch im Großen und Ganzen zwei Grundprinzipien. Erstens, wir stellen den Bedarf fest und schreiben ihn in einem gewissen Rahmen vor. Und zweitens, das DRG-System legt uns Rahmenbedingungen vor, die eine Versorgungsplanung mit dem Schwerpunkt auf besonders lukrative Fälle wahrscheinlicher machen als die mit einer Überversorgung in unlukrativen Fällen. Natürlich sind das die Rahmenbedingungen, die auch eine Landeskrankenhausplanung im Rahmen des Bundesrechts unterliegt. Wenn wir uns das Ganze dann aber auch noch angucken mit der Fragestellung Vorhaltestrukturen und Pandemieresilienz, dann gerät das System zugegebenermaßen endgültig an seine Grenzen, weil die gesamte Frage der Vorhaltung und der Finanzierung über das DRG-System einfach nicht vorgesehen ist. Da finde ich die Antwort auf Frage 8 sehr spannend. Ich zitiere: Mit Blick auf die bisherige Pandemieerfahrung erscheint es deshalb angebracht, sich für eine Weiterentwicklung des Vergütungssystems auf Bundesebene einzusetzen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist komplett richtig, weil ohne eine Abkehr von den engen DRGs, was die Vorhaltestrukturen angeht und aus unserer Sicht auch was die übrigen Strukturen angeht, wird es nicht gelingen, das auskömmlich zu finanzieren, und das muss sich ändern. Wir haben insgesamt aber natürlich auch die Herausforderung, und da werden Sie, finde ich, auch Ihrem Anspruch nicht ganz gerecht, dass wir im Grundsatz eine ganzheitliche Planung bräuchten, was die medizinische Grundversorgung angeht, und wir das nicht reduzieren können bloß auf die Frage stationäre Bettenplanung. Im Beispiel der Psychiatrie gibt es ja Modellprojekte in Bremen, ich nenne jetzt mal Bravo, wo es auch darum geht, verschiedene Mittel zu poolen und zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig wissen wir, dass es in der stationären Planung eben nicht ganz so einfach ist. Wir können eben nicht sagen, wir verwenden Gelder, die eigentlich dem stationären System zugedacht sind, verwenden sie im Bereich der Nachsorge, also Kurzzeitpflege, oder auch im Bereich der ambulanten Stadtteilversorgung über Stadtteilgesundheitszentren, weil es eben unterschiedliche Töpfe sind und wir es in der Krankenhausplanung als dem Bereich, der bloß die stationären Bereiche plant, nicht verbinden können. Richtig ist, dass man diese Sektorgrenzen herausfordern muss. Wir müssen sie auch an vielen Stellen, was die Budgetfrage angeht, einreißen. Sonst werden wir keine ganzheitlichen Planungsansätze liefern können. Das kann aber nicht alleine die Krankenhausplanung auflösen, weil wir nach wie vor von den Geldern, die in dem System ja zur Verfügung stehen und für das Krankenhaussystem vorgesehen sind, nicht runterkommen. Und da stoßen wir dann aus meiner Sicht auch an die Herausforderung, was die Koordinierung mit dem niedersächsischen Umland angeht. Weil natürlich ist es richtig, und Herr Budert hat es eben gesagt, man muss voneinander wissen, man muss miteinander reden, wie die Planungsprozesse laufen. Da würde ich sagen, können wir einen Haken dran machen, soweit sind wir. Aber wenn es ans Eingemachte geht, dann müssen wir uns doch die Frage stellen, wie soll denn das geregelt werden? Wenn jetzt Niedersachsen ein Interesse daran hätte, dass die Geburtsstation, auch die Neonatologie-Geburtsstation im LDW aufrechterhalten bleibt. Gleichzeitig gibt es aber einen anderslautenden Diskussionsprozess in der Stadt Bremen, was die Zentralisierungsnotwendigkeit und die Verbindung verschiedener Fachdisziplinen in Mitte angeht. Wie wollen Sie diesen Konflikt denn jetzt auflösen? Niedersachsen sagt, Sie hätten es gerne im LDW. Geld gibt es übrigens natürlich nicht, sondern das sollen wir, obwohl ein Drittel der Patientinnen und Patienten Niedersachsen sind, natürlich mit bremischem Geld machen. Aber in die Planung wollen Sie maßgeblich eingezogen werden. Also da verstehe ich einfach nicht, wie wir diesen Widerspruch im Zweifelsfall aufheben sollen. Ich habe ja gar nichts dagegen zu sagen. Es gibt den Anspruch, in den Regionen, auch in den Oberzentren, gemeinsam medizinische Versorgungsstruktur zu denken und zu entwickeln. Wir wissen aber doch, dass es am Ende des Tages auf Interessenkonflikte hinausläuft, die auch damit verbunden sind, wer die Investitionsmittel in die Hand nimmt. Und solange das System in seiner Dualität so aufgestellt, wie es derzeit ist, die Behandlung läuft über die DRGs, aber die Struktur muss durch die öffentliche Hand zur Verfügung gestellt werden. Und solange das an den Ländergrenzen festgemacht wird,
wird es uns nicht gelingen, eine abschließend koordinierende Gesamtbetrachtung hinzubekommen, weil wir einfach Interessenkonflikte haben. Und da reicht es mir nicht zu sagen, wir machen eine gemeinsame Planung. Da müssen Sie auch auf die Frage antworten, was das am Ende heißt. Und ich glaube, dass wir da auch zu einer Reform kommen müssen, dass nämlich die Ausgleichszahlungen zwischen den Ländern zustande kommen müssen, was die Patientinnen und Patientenzahlen angeht. Und ich glaube auch, dass wir nicht weiterkommen werden mit diesem eng gestrickten DRG-System. Es bröckelt ja an vielen Stellen, es bröckelt auch im Bereich der Kinderheilkunde. Dieses Bröckeln muss verstärkt werden. Das System hat keinen dauerhaften Bestand, wenn es uns darum geht, Patientenorientierung und Qualität in der Gesundheitsversorgung abzusichern. Vielen Dank.